Hallo, ich bin Heike und heute klopfen wir gemeinsam. Nach dem Intro geht's los. Du wünschst dir einen Seelenpartner, jemanden, mit dem du dein Leben teilen kannst, mit dem du wirklich glücklich sein kannst und dich erfüllt fühlst? Ja, wer wünscht sich das nicht? Einige von uns haben schon einen und einige wünschen sich so eine Person an ihre Seite. Vielleicht gibt es tatsächlich behindernde Glaubenssätze und emotionale Hindernisse auf dem Weg zum Seelenpartner. Auch das ist nicht unüblich. Und heute beklopfen wir mal einige dieser Möglichkeiten, die dich vielleicht möglicherweise davon abhalten, deinen Seelenpartner finden zu können. Das, was wir aussenden, kommt zu uns zurück. Das heißt, wenn wir Zweifel haben, werden wir keinen finden. Wenn wir uns fürchten vor Nähe, werden wir keinen finden. Was auch immer die Ursache dafür sein mag, oft ist sie ganz tief in uns drinnen versteckt. Und heute beklopfen wir einige dieser Themen. Auch wenn ich immer noch keinen Seelenpartner an meiner Seite habe, liebe und akzeptiere ich mich voll und ganz und von ganzem Herzen. Auch wenn ich immer noch keinen Seelenpartner an meiner Seite habe, mir den aber schon so lange so sehr wünsche, liebe und akzeptiere ich mich voll und ganz und von ganzem Herzen. Auch wenn ich immer noch keinen Seelenpartner an meiner Seite habe, obwohl ich schon so viel suche und so lange auf ihn warte, liebe und akzeptiere ich mich voll und ganz und von ganzem Herzen. Wenn ich ehrlich bin, zweifle ich total, ob es überhaupt einen Seelenpartner für mich gibt. Ich zweifle total, ob es einen Seelenpartner für mich gibt. Und ich zweifle, ob EFT, Klopfakupressur, mich wirklich unterstützen kann, einen zu finden. Ja, ich muss schon sagen, ich zweifle. Ich zweifle, dass EFT mir helfen kann. Ich zweifle, dass EFT überhaupt wirkt. Was soll diese Klopferei? Ich zweifle, dass es einen Seelenpartner für mich geben kann, mit dem ich mich wirklich total gut verstehe, wo wir auf einer Wellenlänge liegen und uns einfach nur ineinander, beieinander, miteinander wirklich zu Hause fühlen. Ich sehne mich so sehr nach einem Seelenpartner, aber, das große Aber, ich kann mir nicht vorstellen, dass es für mich noch so jemanden gibt. Ich kann überhaupt nicht mehr vertrauen. Frauen, Männern, je nachdem. Setz ein, was für dich richtig ist. Ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, überhaupt noch mit jemandem zusammenzuziehen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, mich nochmal zu verlieben. Und dann möglicherweise wieder enttäuscht zu werden. Ich habe Angst, enttäuscht zu werden. Ich habe Angst, mich wieder zu verlieben, weil ich möglicherweise dann wieder sitzen gelassen werde. Ich habe Angst, einen Schritt nach draußen in die Welt zu machen und mich und mein Herz zu öffnen, damit ein Seelenpartner, mein Seelenpartner, mich finden kann. Ich habe große Angst, wieder Liebe zu leben und zu spüren. Ich fürchte mich vor Zurückweisung. Und ich habe Angst, verletzt zu werden. Ich habe Angst, wieder verletzt zu werden. Denn das ist mir schon einmal passiert oder sogar schon mehrere Male. Lieber bleibe ich hier zu Hause bei mir,
im stillen Kämmerlein sitzen, auf dass ich nicht Gefahr laufe, verletzt zu werden. Aber das ist ja irgendwie auch keine Lösung, oder? Ich wünsche mir so sehr einen Seelenpartner. Aber, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es diesen Menschen überhaupt für mich gibt. Wahrscheinlich existiert er überhaupt nicht. Oder er ist total weit weg. Und ich will doch überhaupt nicht umziehen. Ich möchte hier bleiben und am besten gar nicht aus meinem Haus gehen oder meiner Wohnung. Also, wenn er wirklich für mich da ist, dann muss er mich schon hier zu Hause finden. Manchmal passieren solche Dinge. Habe ich selbst erlebt. Aber manchmal darf man auch einen Schritt nach draußen setzen. Ich darf einen Schritt nach draußen setzen in die Welt. Vielleicht darf ich ein Museum besuchen. Oder eine Ausstellung. Oder zu einem Hundetreff gehen. Oder ich gehe wandern mit einer Wandergruppe. Welche Interessen auch immer ich habe, ich auch immer habe, ich kann diesen im Außen nachgehen und Gesellschaft suchen. Ich könnte ein Inserat aufgeben, aber ich traue mich nicht. Und ich habe Angst. Ich habe so große Angst, wieder verletzt zu werden. Ich habe so gewaltige Angst, wieder verletzt zu werden. Ich glaube nicht, dass ich überhaupt noch jemandem jemals wieder vertrauen kann. Ich zweifle, ob ich jemals wieder vertrauen kann. Der Gedanke alleine tut mir schon weh, wieder verlassen zu werden. Ich habe Angst, wieder verlassen zu werden. Und obwohl ich noch nicht mal jemanden gefunden habe, habe ich jetzt tatsächlich schon Angst, verlassen zu werden. Und das hindert mich daran, überhaupt einen Schritt nach vorne zu machen und zu sagen, ja, ich möchte meinen Seelenpartner finden. Denn was ist, wenn dieser Mann, in den ich mich dann verliebe, oder diese Frau, in die ich mich dann verliebe, mich verlässt, mich zurückweist? Ich habe Angst vor Zurückweisung. Ich habe Angst, nicht gut genug zu sein. Ich habe Angst, dass ich mein Leben auf den Kopf stellen müsste, um ihm oder ihr zu gefallen. Wie wäre es, wenn ich mal den Raum dafür öffne, dass ich gut so bin, wie ich bin? Wie wäre es, wenn ich den Raum dafür öffne, dass alles sein darf und alles geschützt ist? Wie wäre es, wenn alles zur rechten Zeit geschieht, wie verabredet? Auch wenn ich mir noch nicht vorstellen kann, mit einem Seelenpartner meine Zeit und mein Leben zu teilen, liebe und akzeptiere ich mich von ganzem Herzen. Auch wenn es mir überhaupt nicht in den Sinn kommt, dass mein Seelenpartner tatsächlich da sein könnte, irgendwo da draußen, und ich mir das überhaupt nicht vorstellen kann, liebe und akzeptiere ich mich von ganzem Herzen. Auch wenn ich Angst habe, wieder verletzt zu werden, Angst habe, wieder verlassen zu werden oder zurückgewiesen zu werden, liebe und akzeptiere ich mich von ganzem Herzen. Ich habe immer noch Angst vor Zurückweisung. Und ich habe Angst davor, einen Schritt hinaus zu machen. Auf einen Mann oder eine Frau, den ersten Schritt hinzuzumachen. Ich habe Angst, zurückgewiesen zu werden. Und ich habe Angst, dass ich das persönlich nehme. Vielleicht kratzt das an meinem Selbstwertgefühl. Aber vielleicht darf ich das auch einfach sportlich nehmen und vor allen Dingen nicht persönlich. Eine Zurückweisung ist nur eine Aussage des Gegenübers, dass es im Moment kein Interesse an der Verbindung hat. Wie wäre es, wenn ich das mal nicht persönlich nehme? Das einfach sportlich nehmen. Aber vielleicht gibt es ja gar keine Zurückweisung. Vielleicht gibt es ja tatsächlich einen Weg miteinander ins Kennenlernen hinein. Vielleicht darf ich mich in der Beziehung
einem Miteinander, einer Zweisamkeit gegenüber wieder öffnen. Ja, ich entschließe mich jetzt, mich der Zweisamkeit und einem echten, tiefen, liebevollen Miteinander zu öffnen. Ich entschließe mich jetzt, in Erwägung zu ziehen, dass eine Seelenpartnerschaft möglich ist. Ich entschließe mich jetzt, in Erwägung zu ziehen und den Raum dafür zu öffnen, dass Liebe geschehen darf in meinem Leben. Ich bin liebenswert und ich darf geliebt werden. Ich bin liebenswert und ich darf lieben. Ich bejahe, dass die Liebe mich finden darf. Ich bejahe, dass ich eine Partnerschaft haben möchte, die liebevoll, zärtlich und wohlwollend ist, wo man einander unterstützt und sich gegenseitig stärkt, sich respektiert, einander respektiert. Und wo man ganz einfach man selbst sein darf. Was gibt es Schöneres? Ich darf ich selbst sein. Mein Partner, meine Partnerin darf sie selbst sein, darf er selbst sein. Ich liebe mich so, wie ich bin. Und sollte ich damit Probleme haben? Dann darf ich die ausgiebig beklopfen. Denn wie sollte mich jemand lieben, wenn ich mich nicht selber liebenswert finde? Also klopfe ich jetzt. Ich bin genauso richtig, wie ich bin. Ich bin liebenswert, genauso wie ich bin. Ich bin richtig, wie ich bin. Ich bin gut, so wie ich bin. Und wer mich nicht mag, darf seine Wege gehen. Das ist kein bisschen eingebildet. Das ist einfach nur selbstbewusst. Und es ist Selbstliebe. Denn ich gehe gut mit mir selber um. Ich achte und respektiere mich. Ich achte und respektiere mich. Und mein Partner wird mich ebenso achten und respektieren, wie ich ihn. Ich freue mich auf diese Beziehung. Ich spüre diese Freude schon in meinem Herzen. Ich freue mich, wie wir Hand in Hand am See entlang laufen. Ich spüre seine warme Hand, ihre warme Hand. Und ich sehe in seine oder ihre Augen. Ich liebe seinen Kuss, ihren Kuss auf meinen Lippen. Und ich habe das Gefühl, dass uns etwas trägt, was ganz besonders ist. Ich bin achtsam und ich lasse mir Zeit mit dieser Verbindung. Ich habe Angst, verletzt zu werden. Also darf ich mir Zeit lassen, bis ich wirklich intime Dinge von mir preisgebe. Ich darf mir Zeit lassen, um diesen Menschen kennenzulernen. Und ich bin es wert, geliebt zu werden, geachtet und respektiert zu werden. Ich darf Grenzen setzen und ich darf einfordern, dass sie respektiert werden. Ich liebe mich selbst. Und ich halte meinen Partner an meiner Hand. Er hält meine Hand, sie hält meine Hand. Und wir gehen Hand in Hand der Sonne entgegen. Und ich stelle mir bildlich vor, wie sich das anfühlt, wenn ich Händchen haltend dahinschreite, glücklich, selig, jemanden gefunden zu haben, der mich wirklich liebt, respektiert, achtet und wertschätzt. Und der mir wohlgesonnen ist. Und ich lausche ganz genau die Dinge, die gesagt werden und die getan werden. Ich schaue ganz genau hin, ob
er oder sie es wert ist, in meinem Leben zu sein. Denn wenn ich wertvoll bin, dann wird er oder sie mich schätzen. Mit Worten und mit Taten. Ich liebe mich selbst und ich bin bereit für die Liebe. Ich bin bereit für eine neue Partnerschaft, für eine neue Beziehung, für ein neues Kennenlernen. Ich bin bereit für ein neues Date. Ich bin bereit zu lieben und geliebt zu werden. Und dies strahle ich aus. Und wenn ich dies ausstrahle, hinaus in die Welt, dann kann es gar nicht anders passieren, als dass ich meinen Seelenpartner über kurz oder lang anziehe. Ich bleibe in dieser Freude, in dieser Vorfreude und kehre auch immer wieder in sie zurück, sollte ich mal entgleiten aus diesem Gefühl. Es kann nicht dauerhaft sein. Ich kann es nicht dauerhaft fühlen, aber ich kann jederzeit hier dahin zurückkehren. Hier in diesem Klopfprozess und auch in meinem Leben, wann immer ich es mag. Ich freue mich auf eine neue, wundervolle Beziehung, die mich erfüllt und glücklich macht. Ich finde meinen Seelenpartner zur rechten Zeit und alle alten Dinge in meinem Leben, die nicht mehr von Bedeutung sind, lasse ich jetzt los. Ich liebe mich und ich handle auch so. Ich liebe mich und ich schätze mich. Und ich bin wichtig in meinem Leben. Bin die wichtigste Person in meinem Leben. Und wenn ich das ausstrahle, werde ich jemanden anziehen, der mich liebt, respektiert. Aber ich ziehe nicht nur irgendjemanden an. Ich ziehe den Menschen an, der wirklich zu mir gehört, der gut zu mir passt und der sich an meiner Seite genauso wohlfühlt, wie ich mich an seiner Seite. Ich darf so sein, wie ich bin. Ich darf die Liebe finden und sie darf mich finden. Und ich darf gelassen sein und entspannt und mich total freuen auf den Moment, wo ich ganz genau weiß, er oder sie ist es. Und ich spüre es in meinem Bauch, wenn es soweit ist. Ich spüre es genau. Und dann gehe ich einen wunderschönen Weg meinem Partner in einer wundervollen Zeit des Kennenlernens, des sich Begegnens, Nähe spürens und einer möglichen wundervollen Verbindung. Ich lasse alles offen. Ich lasse alles geschehen. Ich bin im Hier und Jetzt. Und das ist gut. Danke, danke, danke. Durchatmen. Seelenpartner, wo findet man ihn? Den oder die, den Mann, die Frau, überall. Überall. Er kann bei dir zu Hause im Wohnzimmer stehen, wenn Besuch da ist. Du kannst ihn am Bahnhof um die Ecke treffen. Überall ist es möglich. Eine liebe Freundin hat ihren Seelenpartner in einem Konzert kennengelernt. Menschen, die offen sind für Liebe und sich selber wertschätzen dürfen, mit frohem Mut darauf hoffen, dass sie jemanden anziehen in ihr Leben, der wirklich zu ihnen passt. Hoffen, eine Sache, aber sich auf etwas freuen, sich schon richtig dolle freuen und sich genau vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn man miteinander Händchen haltend am See entlang läuft, im Wald entlang läuft, wie man zusammen Plätzchen bäckt, kocht, ins Konzert geht, verreist oder auch kuschelt. Klopfe
Beklopfe all deine Zweifel und all deine Ängste und öffne dein Herz für Liebe und für deinen Seelenpartner. Herzlichst, Heike.